Der Mensch war immer vor Situationen gestellt, die er nicht in der Hand hatte, die er nicht überblickte und vor denen er Furcht haben musste. Und herzlich willkommen zum 36. Chaos Communication Congress hier in Leipzig. Es ist toll, so viele von euch hier zu sehen. Herzlich willkommen an alle, die hier im Saal sitzen und auch hallo an alle, die per Stream zuschauen und bei Congress Everywhere sind. Wir beide haben uns gedacht, wir bereiten was ganz Spezielles vor für dieses Opening. Und deswegen mache ich jetzt Platz für Blinry, der hat das gemacht. Warte mal. Biene, wolltest du das nicht vorbereiten? Nee. Oh Mann, das hätten wir besser das absprechen sollen, schon, so ein Mist. Jetzt gucken die Leute auch alle schon. Die denken wahrscheinlich wieder, wir wären die Kino und so wie jedes Jahr. Ja, und die denken jetzt, dass wir irgendwie was ganz Tolles zu dem Motto erzählen. Das machen wir auch nicht. Tja, müssen wir, glaube ich, jetzt improvisieren irgendwie. Also, ich meine, unser Standardansatz bei Problemen wäre natürlich irgendwie ein Generator, ne? Weiß nicht, können wir da in die Richtung irgendwas machen? Gute Idee, ja. Das Einfachste wäre so irgendwie, du hast ja diesen Logo-Generator gebaut, ne? Ja, genau. Wenn wir den verknüpfen mit einem Wörterbuch vielleicht und dann irgendwie drei zufällige Wörter reintun oder sowas. Gibt ja diesen Ordner User-Share-Dict, dann haben wir irgendwie drei Wörter davon, tun die in die URL rein. Und das baut uns dann so irgendwie zufällige Folien. Dann gucken wir mal, ob wir was dazu erzählen können. Okay, das. Was meinst du? Drücken wir mal generieren. Ja. Apfelmus, übermüdete Delfine. Ja, das müssen wir einfach nur richtig verkaufen. Ich glaube auch. Also die Delfine, die stehen für die Engel. Engel sind die ganzen freiwilligen Helfer hier auf dem Kongress. Und weil die so viel arbeiten und helfen, sind die übermüdet. Und in der Engelküche bekommen die dann Apfelmus. Okay. Hashtag übermüdete Delfine, klar. Was meinst du, wollen wir das einfach nochmal probieren? Vielleicht kriegen wir einen besseren Foliensatz. Ich drücke nochmal auf Generieren. Mhm. Ja, sukkulente Bahnreiseglück, das erinnert mich an irgendwas, aber... Sagt mir auch irgendwas, ja. Nee, also damit kommen wir nicht weiter, wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Das ist zu random bisher einfach, also... Wie wär's mit künstlicher Intelligenz? Ich habe kürzlich so ein Modell gefunden im Netz beim Stöbern, das heißt Talk to Transformer. Mhm. Und da kann ich einfach am Anfang so einen Text eingeben und das macht dann eine Autovervollständigung praktisch. Also das generiert mir irgendwie ganz tollen Text und das ist auf so einem englischen Korpus trainiert. Klingt super, ja. Und wir generieren uns jetzt einfach einen Opening-Text. Okay, dann fange ich jetzt mal an, am Anfang was vorzugeben. Welcome... Everyone, welcome to the 36th Chaos Communication Congress. Ja. Und dann drücke ich jetzt hier auch mal auf Autovervollständigung. Das generiert uns dann den Rest. Mal gucken. Unfortunately, this year we'll be meeting at the same hotel as last year, so it's definitely going to be packed. Stimmt? I'm very excited about the fact that this year there are only a handful of people attending.
So everyone will have the opportunity to meet and mingle with other non-conference members from all over the world. I'm sure this will lead to some interesting discussions. Also das mit den interessanten Diskussionen glaube ich auch, aber only a handful of people, ich meine, guck dich mal um. Das haut nicht hin. Binri, gib du mal so einen Anfangstext ein. Lass uns das nochmal probieren, ja. Vielleicht irgendwas über, was wichtig ist auf so einem Event oder sowas. Wie wäre das, wenn wir das versuchen, irgendwie, here's the most important rules for this event. Gucken. Okay. Keep music low, vocals and stand-up comedy don't count. Play by your own rules, there will be a time limit to see everyone. Das stimmt leider, ja. Be polite and cautious to everyone you meet. No alcohol or drugs allowed. We'll even throw in some amaretto. Yay! No profanity, no foul language or inappropriate jokes. Okay. There will also be free pizza. We have a variety of sizes, so bring some food, we'll need it. Ja. Das können wir nicht machen. Wir können, nee, ja wir keine können euch nicht Pizza versprechen. Kostenlose Pizza versprechen. Das hätten wir vorher irgendwie absprechen müssen. Das ist ziemlich durchwachsen, so, ne, was da rausgekommen ist. Mhm. Was können wir denn noch probieren? Ich glaube, KI ist noch nicht so weit. Also dieses Modell weiß einfach nicht genug über dieses konkrete Event. Befürchte auch. Ich überlege so, wenn wir irgendwie was mit Crowdsourcing machen vielleicht, wenn wir irgendwie auf Twitter gucken, was so unter dem 36C3-Hashtag stattfindet oder so und da ein bisschen gucken, dann kriegen die Leute einen Eindruck, irgendwie, was sie erwartet. Gute Idee, lass uns mal auf Twitter gucken, was da so passiert. Oh ja, Sticker, super. Ja, passt. Und sogar Meta-Sticker, das sind Sticker über Sticker. Ah, noch mehr Sticker, super. Sticker. Immer noch Sticker. Kann man nie genug von haben. Nee, auf jeden Fall. Und oh ja, Mate, genau. Uns erwartet sehr viel Mate. Oh, noch viel, viel mehr Mate. Aber muss man aufpassen, sonst kommt Mate-Kalypse. Blinri, aber ich kann nicht beruhigen, wir hatten jetzt fast jedes Jahr eine Mate-Kalypse und wir haben es immer überlebt. Das stimmt, ja. Na gut. Ja, außerdem gibt es ganz viele Leute, die seit Wochen hier sind in den Hallen und den Kongress aufbauen, freiwillig, ohne Bezahlung. Genau, das hat auf jeden Fall einen Applaus verdient. Und die Leute sind... Die Leute sind hier, um euch die 4 schönsten Tage des Jahres zu ermöglichen. Und weil dieses Messegelände so groß ist, haben manche Leute auch eigene Fahrzeuge dabei tatsächlich. Das ist der Grund, weshalb wir so viele E-Scooter auf einem Haufen sehen. Ne? Manche sprechen da vom inoffiziellen Bundestreffen der Scooter-Enthusiasten. Schauen wir mal. Ja, was auch auf keinen Fall fehlen darf, sind Einhörner und das Bällebad. Aber Blinri, ich glaube, wir sollten vielleicht mit dem Crowdsourcing aufhören. Die Leute denken jetzt alle, wir sind entweder eine einzige Sticker-Tauschbörse oder wir trinken 4 Tage lang einfach nur Mate. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht, ne? Denn manche Leute trinken ja auch Chunk. Na gut, und viele Leute bringen ihre Projekte mit und zeigen, woran sie so arbeiten. Und wenn euch da mal was Spannendes auffällt, geht da einfach hin und fragt die Leute, dann sind die meistens sehr schnell darin, das zu erklären. Und außerdem gibt es ganz viele spannende Talks. Ich habe mal nachgezählt, also der Fahrplan ändert sich ja immer mal wieder so ein bisschen, aber als ich nachgezählt habe, waren das ganze 145 Talks nur auf den Hauptbühnen. Und danach, dazu kommen natürlich noch die ganzen Nebenbühnen, die überall in den Sälen verteilt sind. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorzugucken. Und die Self-Organized Sessions natürlich, das ist so ein, ja, viele Workshops in allen möglichen Formaten, wo ihr ganz viel lernen könnt. Ich glaube, wir sollten uns jetzt vielleicht doch mal ein bisschen Gedanken machen, was wir den Leuten in diesem Opening jetzt so wirklich noch mitteilen wollen. Ja, also was uns zum Beispiel wichtig wäre zu betonen, ist, dass wenn ihr hier sitzt, vielleicht das erste Mal auf einem Kongress seid und euch nicht so ganz sicher seid, ob ihr hier wirklich reinpasst, ob ihr genug über Code und Technik und Hardware und so wisst irgendwie, um hier dazu zu gehören, dann möchten wir euch einfach sagen, ihr passt hier rein und ihr seid hier herzlich willkommen. Wir finden es ganz wichtig, dass der Kongress so bunt und vielfältig ist. Wir möchten euch auch mitgeben, passt auf die anderen auf und passt auf euch selber auf. So ein Kongress, vielleicht wenn man ihn zum ersten Mal besucht, aber auch wenn man schon seit Jahren dabei ist, kann sehr schnell sehr anstrengend sein. Und ja, sucht euch selber ein bisschen Rückzugsmöglichkeiten. Genau, gerade wenn ihr merkt, dass eure eigenen Ressourcen zu Nike gehen irgendwie, ist es wichtig, dass ihr versucht, nicht alles auf einmal zu machen, denn das ist bei einem Event dieser Größe einfach nicht möglich. Genau. Und wenn ihr merkt, dass ihr irgendwie Hilfe braucht oder dass es Konflikte gibt, dann gibt es diese URL help.ccc.de, wo ihr einige Hilfsangebote findet. Guckt da auf jeden Fall mal rein.
Vielleicht habt ihr aber auch noch Ressourcen übrig. Dann überlegt euch doch mal, ob ihr ins Engelsystem schauen wollt und freiwilliger Helfer werden wollt, weil die ganze Veranstaltung funktioniert nur, weil es so viele freiwillige Helfer gibt. Und da gibt es auch ganz viele kleine Jobs und Sachen, die man erledigen kann, ohne großes Vorwissen. Und es ist die perfekte Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen. Gut, ja, okay. Dann gucke ich mal. Mein Bändchen sagt, wir müssen noch ungefähr 5 Minuten überbrücken ungefähr. Weiß nicht, wir könnten dieses Spielchen machen mit dem Saal, was die jedes Jahr machen. Defragmentieren? Nee, ich meine die Fragerunde. Oh ja, gute Idee. Mhm. Ich weiß nicht, ob es geht. Vielleicht können wir das Saallicht ein bisschen anmachen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wir machen einfach mal Folgendes. Wer von euch, also hebt mal bitte die Hand, wer von euch war denn beim allerersten Kongress, also praktisch beim 1C3? Oh, einzelne Hände, ja. Mindestens eine Hand geht hoch. Gut, und dann dachten wir uns, wir zählen mal weiter hoch und gucken uns die Verteilung an. Also, war jemand von euch beim 2C3? 3, 4, 5, 6, 7, 8, immer noch kaum Hände. 9, 10, 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 10